So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir machen weiter mit unseren Zukunftsbäumen und diesmal, hier steht wieder so ein alter Stamm rum, die sehen jedes Mal total gleich aus, aber nicht für den Fachmann. Und diesmal handelt es sich um die Kirsche. Es geht ja nicht ums Bildmaterial, sondern tatsächlich primär eben darum, zu zeigen, wo könnten die stehen, was können die, warum sind die Zukunftsbaumarten. Wie immer geht es mehr um das, was ich so erzähle, als um das, was ich so zeige. Aber das hier ist ein Kirschenblatt. So sieht das aus. Ne? Ganz typisch, jetzt natürlich mit Herbstverfärbung. Werden ganz hübsch eigentlich. Von der Farbgebung her, ich blende euch noch ein paar andere Bilder, die zur Bestimmung hilfreich sein könnten, ein. Und ja, da wir es gerade davon haben, an den Blättern findet man, dazu gibt es ein schönes Bild, was ich euch jetzt auch einblenden werde, sogenannte Nektarien am Blattgrund. Das sind tatsächlich Drüsen, aus denen eine zuckerige Flüssigkeit abgegeben werden kann und wird. Und warum gibt es die? Also erstens sind die ein wichtiges Bestimmungsmerkmal, wie ich finde, mit dem man gut unterscheiden kann. Handelt es sich jetzt wirklich um Kirsche oder um irgendwas, was nur so ähnlich aussieht? Übrigens Vogelkirsche, Prunus avium, ne? Nochmal, falls ich das noch nicht gesagt habe. Habe ich das schon gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe Gedächtnisprobleme. Wenn da diese Drüsen dran sind, das haben viele verschiedene Kirschen, ja, nicht zwingend nur Prunus avium, die gibt es auch in unterschiedlichen Farben, die Drüsen am Blattgrund, dann handelt es sich jedenfalls um irgendeine Kirsche im Regelfall. Ich wüsste jetzt nichts, was die noch hat. Kirschen sind Rosengewächse, also Rosazeen, und als solche sind sie sehr, sage ich mal, aktiv mit ihrer Umgebung im Wechselspiel. Es gibt massenhaft Krankheiten, die grundsätzlich sämtliche Rosengewächse heimsuchen können, aber dadurch, dass das so ist, haben sie sich eben ausgedacht, wir können uns ja in irgendeiner Form ein bisschen wehren. Zum Beispiel haben sie Dornen oder im Fall der Kirsche, die hat keine Dornen, die hat Nektarien. Und warum hat die jetzt bitte an ihren Blättern diese komischen Nektarien, mit denen sie Zuckerwasser abgibt, was sie ja eigentlich im Grunde auch selber brauchen könnte? Warum gibt die das einfach so ab? Naja, als Futter für die Polizei. Eine Kirsche hat nämlich ihre Privatarmee, bestehend aus Ameisen, die dann hoffentlich eben bis in die Krone hochkraxeln, um sich dort mit Zuckerwasser entsprechend verlöhnen zu lassen. Und dadurch haben die Ameisen natürlich ein Interesse daran, unserer Kirsche zu helfen, wenn irgendwer kommt und sie auffressen möchte. Wenn also die Blätter von was Sichtbarem befallen werden, also zumindest sichtbar für die Ameise oder riechbar oder fühlbar oder wie auch immer die sich orientieren, dann sind die Ameisen durchaus geneigt, der Kirsche entsprechend zu helfen, um ihr zum Beispiel Blattläuse und lästige sonstige blattfressende Raupen und sonst wie vom Hals zu schaffen. Hilft sicherlich, hilft allerdings auch nicht gegen alles, ne? Und wie gesagt, Kirsche sehr, sehr, sehr empfindlich, hat wirklich eine Vielzahl von möglichen Krankheiten, die sie befallen können. Da könnte ich jetzt noch einen Haufen aufzählen. Wenn ich sie mir aufgeschrieben hätte, ehrlich gesagt, auswendig weiß ich kaum eine, weil, und das ist ja auch wieder sowas, ne? Diese Zukunftsbäume hier, das sind so Arten, von denen weiß der durchschnittliche Förster oder der durchschnittliche Forstwissenschaftler, in meinem Fall, gar nicht mal so viel, weil der hat die ja eh nicht bei sich rumstehen und da hat er dann wenig praktische Erfahrung mit. Und deswegen ist das alles immer so ein gewisses Mysterium, was die Dinge angeht. Übrigens, bevor ich es vergesse, noch zur Bestimmung. Kirschen haben immer diese lustigen Querrillen hier. Ne? Ich hoffe, man kann das sehen auf die Entfernung, sonst kommt noch mal kurz ein bisschen näher. Upp, da könnt ihr es jetzt sehen, ne? Hier diese Wulste, das da. Ne? Ah, Mann. Ich kann nicht auf die Kamera gucken und gleichzeitig am Baum was zeigen, dann sehe ich nämlich nicht, wo ich hinzeige. So, sowas. Das ist auch ein typisches Bestimmungsmerkmal. Deshalb, die Kirsche ist am Stamm, das gibt es auch noch in krasser übrigens, je nach individueller Kirsche, ist am Stamm sehr gut eigentlich zu erkennen und sehr leicht zu bestimmen dann anhand des Stammes. Ja, Kirsche ist jetzt mal was Einheimisches. Ist also unter den bisher genannten Arten eigentlich, beziehungsweise ist genau genommen die einzige bei den vier Primärzukunftsbäumen, die ich euch jetzt vorstellen möchte in dieser Reihe, ist Kirsche tatsächlich die einzige, wo man sich absolut sicher sein kann, die ist einheimisch. So, und zwar so richtig einheimisch, die gibt es hier schon seit ewig. Und gab es hier auch schon immer und wird es hoffentlich, dadurch, dass sie sehr, sehr, sehr trockenheitsresistent ist, auch noch eine ganze Weile geben. Ja?
Also hier bei der Kirsche haben wir jetzt, anders als bei unserer Hybridnuss, nicht nur ein extrem wertvolles Holz, was einen beliebigen Wald zu einem wertvollen Wald machen kann, wenn man sie reinmischt, sondern wir haben auch noch ein super, super trockenheitsresistentes Holz. Die Kirsche ist also eigentlich fast schon die neue, die moderne, rundum sorglos Baumart. Fast. Na, regnet's? Es sollte doch nicht regnen. Der Wetterbericht hat gesagt, es regnet nicht. Egal, ich mache weiter. Es kommt noch nicht viel unten an. Wenn das doch sich ändern sollte, dann sehen wir mal. So, jetzt Wildkirsche. Ne? Von Wildkirsche spricht man, wenn man es tatsächlich mit der auf Holz ausgelegten Form zu tun hat und nicht mit irgendeiner Zuchtform, die dafür da ist, Kirschen runterzuschmeißen, die man dann essen kann. Natürlich, das ist ein Kirschbaum, der hat essbare Kirschen. Auch die Wildkirsche hat essbare Kirschen. Die sind, ich kenne mich da nicht aus, ich mag Kirschen nicht besonders, aber die sind nicht ganz so lecker wie die von den entsprechenden Zuchtformen, die eben genau darauf gezüchtet sind, dass sie besonders lecker sind. Allerdings, so eine Kirsche, die wächst auch im Wald. Eine Kirsche draußen auf dem Acker, die einfach leckere Kirschen produzieren soll, die wächst nicht im Wald. Die ist nicht konkurrenzkräftig genug. Konkurrenzkräftig ist die zwar auch nicht, aber es gibt Waldgesellschaften, also natürliche Zusammensetzungen verschiedener Pflanzen, die zusammen als ein Ökosystem im Wald so vorkommen, in denen ist die Kirsche drin. Ganz natürlich. Würde man also den Wald oder die Natur oder wen auch immer machen lassen, was lustig ist, dann hätten wir immer noch Kirsche. Die kommt also ganz natürlich hier vor. Natürlich wird sie jetzt im Rahmen der Ideen, die ich jetzt so verbreiten möchte, mehr angebaut, als sie natürlich vorkommen würde. Kirsche ist nie häufig natürlich, sondern immer nur eine Mischbaumart, die hier und da mal irgendwo dazwischen steht. Deswegen hat sie ja auch Kirschen. Ja? Also das, was wir auch potenziell gerne essen, ist genau dafür da, damit die Kirsche die Möglichkeit hat, sich eben breit in einem breiten Spektrum auszubreiten. Ich gehe mal gerade ein bisschen weiter unter den Kronenschirm. Ihr habt sie ja gesehen da hinten. Weil das da, hoppala, das da ist wohl auch eine Kirsche. Aber im Gegensatz zu der anderen ist die nicht so toll wie die da hinten. Und die hier soll weg, wie man sieht. Ja, zu Recht, völlig zu Recht. Sehe ich auch so. Gut, jedenfalls. Die Kirschen dienen natürlich dazu, dass sie vom Vogel gefressen werden, der Vogel dann irgendwo anders hinfliegt und daran hoffentlich den Kirschkern fallen lässt. Potenziell ist auch der Mensch ein Überträger für die Kirsche, um sie in der Landschaft zu verbreiten, ja, wenn er dann entsprechend Kirschen futtert und dann Kirschkern weitspucken macht und ähnliches. Aber primär auf Vögel ausgerichtet, der Fuchs holt sich aber sowas auch mal ganz gerne und viele andere Tiere halt dann eben entsprechend auch. Das ist sehr effizient und deswegen braucht die Kirsche auch nirgendwo besonders häufig sein und hat einfach mit diesem zusätzlichen Ausbreitungsmechanismus ihrer Samen, ihrer Kerne gute Chancen, um überall da aufzukommen, wo ja der Wald in eher einem kleinen Stadium ist, wo dann ihr hoher Lichtbedarf und ihre relativ geringe Konkurrenzschwäche nicht so sehr ins Gewicht fallen. Zum Beispiel, es gibt Kirschen durchaus auch in Hecken auf Feldern, ganz, ganz oft am Waldrand, so wie hier, der Wald ist da drüben gleich schon wieder fertig, das sind 10 Meter oder was. Und das ist eigentlich ganz typisch. Und man müsste jetzt, wenn man sie nicht wirklich sorgfältig freistellt, auch bei der Bewirtschaftung eines Waldes mit Kirsche, immer so ein bisschen darauf achten, dass man es vielleicht wirklich am Waldrand macht. Das bietet sich einfach an, das ist am natürlichsten und bringt da auch nach Ort außen noch ein bisschen Vorteile durch die liebe Optik. Denn so eine Kirsche hat ja nicht nur Kirschen, sondern sie hat auch Kirschblüten. Und abgesehen davon, dass die so sehr, sehr, sehr dekorativ sind und nahezu angebetet werden, wenn wir uns zum Beispiel mal Japan angucken, da ist ja Sakura, die berühmte Kirschblüte, der Feiertag überhaupt, schlicht und ergreifend. Ne? Also wenn die Kirschblüte ihren Höhepunkt erreicht oder wenn es losgeht mit der Kirschblüte oder sonst irgendwie, ich weiß es gerade nicht so genau. Übrigens auch ein super tolles Klimaarchiv. Die Japaner zeichnen seit unendlichen Zeiten den Zeitpunkt der Kirschblüte auf. Und wenn man sich diese Zeitreihe mal anguckt, dann stellt man fest, das wird immer früher, immer früher, immer früher, immer früher. Also auch das sind Daten, die man für Klimaforschungszwecke übrigens heranziehen kann. Das nur mal am Rande angemerkt. Gut, ich habe mir jetzt aufgeschrieben, warum ist Kirsche toll, beziehungsweise top für Klimawandel, weil, und habe mir 6 Punkte aufgeschrieben und die wollen wir mal durchkauen. Erstens, einheimisch, ja, das ist jetzt mal eine Lösung für den Wald der Zukunft,
die einheimisch ist. Ja, nichts Nordamerika, nichts Mittelmeerraum, nichts irgendwo sonst, sondern absolut einheimisch, was schon immer in unseren Wäldern gestanden ist, was wir jetzt nur noch ein bisschen fördern wollen. Ja, das wäre so die Idee. Das ist an sich doch schon mal was Schönes. Dementsprechend ist sie auch mit vielen heimischen Arten vergesellschaftet, hat eine hohe Biodiversität, die von und an dem Baum entsprechend lebt. Und da kommen wir gleich noch zu. Ne? Zweitens, super wertvoll für Geldbeutel und Natur. Ja, denn Geldbeutel ist klar. Wir haben hier auch wieder, lustigerweise die gleichen Zahlen wie bei der Nuss, geschätzt bei der Nuss, vermutet man das. Meistens ist es so, dass Nuss und Kirsche so ungefähr das gleiche Geld bringen. Aber hier bei der Kirsche wissen wir es, da müssen wir es nicht schätzen, sondern da wissen wir es, dass wir bei 500 bis 1200 Euro pro Festmeter liegen, je nach Qualität. Das soll ja weg. Aber die wir uns eben angeguckt haben, das war eine absolute Top-Kirsche. Wenn die mal groß ist und bis dahin nichts Schlimmes mit ihr passiert, dann ist die so ein Exemplar, wo man dann wirklich mit, je nach Marktlage natürlich, aber 500 mindestens pro Festmeter rauskriegt. Eine Kirsche kriegt nicht die Riesendimensionen, dass die, das ist ein Festmeter, das ist immer ein Kubikmeter, ne? Dass man davon ausgehen kann, dass ein so ein Baum 5 Kubikmeter oder sowas haben wird an Holz, das nicht. Aber ein Baum ist dann locker ein Tausender wert, ungefähr, ne? Grob. Vielleicht auch mal ein bisschen mehr. Oder auch mal viel mehr, kann auch sein. Je nach Marktlage zum Zeitpunkt, da ist dessen, wann der dann halt geholt wird, wann der halt geerntet wird. So. Und warum ist er jetzt toll für Natur? Ja, ganz einfach, weil Kirschblüten. Wir brauchen ja Zeug, was die Bienen mögen. Alle Bienen mögen Kirschblüten. Das ist so. Also sowohl unsere Honigbiene, die wir ja als Nutztier quasi halten, die ist nichts anderes als Nutztier letztendlich, als auch jede Menge andere Insektenarten, Schmetterlinge, verschiedene Fliegen, also wirklich ganz, ganz, ganz viele, die irgendwie Interesse daran haben, Nektar zu sammeln. Und auch die Ameisen, die zur Abwehr auf dem Ding unterwegs sind, die profitieren auch davon. Gar nicht von den Blüten, sondern von den Nektarien an den Blättern, hatte ich ja eingangs erwähnt. Also ein Haufen Arten können sich enorm viel Futter bei der Kirsche abholen. Und gerade da uns die Blüten auf dem Feld fehlen, wären Kirschen am Waldrand eine super Option, um A, ohne den Landwirt zu ärgern oder ohne sich mit dem kloppen zu müssen, je nachdem. B, um trotzdem im Wald noch super wertvolles Holz zu produzieren. Und C, tut man wirklich sämtlichen heimischen Insekten, also nicht allen, aber wirklich ganz, ganz vielen, sehr, sehr viel Gutes, indem man eben mehr Kirschblüten zur Verfügung stellt. Jetzt ist so eine hohe Waldkirsche natürlich nicht die ideale Kirsche, wenn es darum geht, Kirschblüten bereitzustellen. Da ist dann fast so eine Obstkirsche, die draußen auf dem Feld steht und deutlich niedriger wächst, noch ein bisschen besser. Und die ist ja auch darauf ausgelegt, möglichst viel zu blühen, möglichst viel Kirschen zu produzieren. Aber trotzdem, es ist wirklich eine rundum sorglos Angelegenheit. Kaum ein Baum ist für die Gesamt-Arthropoden-Fauna, sage ich jetzt mal, so wertvoll wie so eine Kirsche. Die Eiche vielleicht noch, ja, weil da alles Mögliche drin wohnen kann. Aber die Kirsche ist auf jeden Fall ganz, ganz vorne dabei. Sie ist super trockenheitsresistent. Sie gehört zu den trockenheitsresistentesten Bäumen überhaupt. Warum? Weil sie die wunderbare Eigenschaft hat, relativ individuell entscheiden zu können, wann schmeiße ich meine Blätter runter. Soll nämlich heißen, wenn der Sommer zu lang und zu trocken wird und die Kirsche stellt fest, ja, okay, langsam wird es mir zu lang und zu trocken und wahrscheinlich geht das noch eine ganze Weile so weiter, und genau das ist ja die Prognose fürs Wetter der Zukunft, dass wir dann eher super langanhaltende, super trockene, also genau das, was wir jetzt die letzten 2 Jahre hatten, dass sowas eben häufiger vorkommt, und genau sowas wird den meisten Waldbäumen zu schaffen machen. Und das Beste, was man dann tun kann, ist wirklich so lange Photosynthese betreiben, wie es halt noch geht, wo noch Wasser im Boden verfügbar ist. Das mag bis Ende Juli sein, ja. Vielleicht noch ein bisschen länger. Aber in dieser Zeit kann unsere Kirsche, die sehr früh im Jahr ihr Wachstum beginnt, schon ihr primäres Wachstum erledigen, das abschließen und dann ganz früh den Laden dicht machen und das Laub einfach abwerfen. Dann hat sie ihr Wachstum erledigt, sie hat ihre Reserven fürs nächste Jahr angelegt, und
hat die Möglichkeit, das wirklich relativ kurzfristig und spontan zu tun, das Laub abzuwerfen. Die anderen Bäume, die haben die Option auch und irgendwann werfen sie sowieso von alleine ab, weil sie einfach tot sind. Ne? oder sonst irgendwie ein bisschen verfrühten Abwurf. Das geht schon, aber so gut und so schnell und so überlegt, in Anführungszeichen, wie die Kirsche, kann das kaum ein anderer unserer heimischen Bäume. Und das macht sie so super, super trockenresistent. Auch mehrere trockene Jahre in Folge machen ihr nicht viel aus. Gleichzeitig übersteht sie aber auch ganz gut Starkregen und hohe Niederschlagsereignisse von der Feuchtigkeit im Boden her. Da ist sie eigentlich auch wieder sehr, sehr, sehr gut geeignet. Sie braucht allerdings ebenfalls wieder, das ist dann so ein bisschen ein Nachteil, aber dazu komme ich, glaube ich, auch nochmal separat, relativ tolle, um nicht zu sagen, richtig, richtig, richtig tolle Standorte. Ja, da haben wir also das gleiche Problem wie mit unserer Nuss. Und bei der Kirsche, ja, gut bis sehr gut. Ja, also schon unter gut geht nicht. Unter gut geht echt nicht mehr. Da wächst er dann nicht gescheit. Es mag vielleicht sein, dass sie noch überlebensfähig ist. Aber dann sind die Zuwächse so langsam, dass man da wirklich nicht mitarbeiten kann. Apropos Zuwächse, was habe ich mir denn hier aufgeschrieben? In 80 Jahren schafft sie 60 cm. BHD. Also hier, ne, sowas. Das ist jetzt nicht 60 cm, aber ungefähr auf dieser Höhe müsste sie dann 60 cm dick sein in 80 Jahren. Aber das sind Maximalwerte, wohlgemerkt. Bei richtiger Pflege, bei guter Freistellung, was hier gerade gemacht wird, deswegen ist der Dingerich auch markiert, wo ich hier gerade stehe, weil dann hat nämlich der da drüben erheblich mehr Platz und den braucht er auch, damit er halt wirklich dann auch optimal wachsen kann. Das Problem mit der Freistellung von Bäumen, auch jetzt im Hinblick auf künftige Klimasituationen, liegt darin, dass man, wenn man sie super freistellt, zwar am Einzelbaum ein hervorragendes Wachstum erzeugt, aber auch den Schirm des Waldes natürlich stört. Ja? Es kommt mehr Licht auf den Boden. Mehr Licht ist mehr Wärme. Das bedeutet natürlich auch mehr Verdunstung des Wassers im Boden. Und man begünstigt damit das Austrocknen des Standorts und quasi den Dürrestress, sofern dann eine Dürre eintritt, bei den Bäumen, die da stehen. Das würde dann auch die Kirsche betreffen. Und hier haben wir jetzt eben den Vorteil, dass bei dieser blöden Situation an sich die Kirsche aber die Baumart ist, die dafür halt eben prädestiniert ist, dass sie das tatsächlich übersteht, weil sie ihr Laub halt jederzeit abschmeißen kann, wenn es dann dazu kommen sollte, dass das notwendig ist. Und deswegen übersteht sie ohne große Ausfälle und auch ohne riesige Vitalitätseinbußen solche Dürrejahre relativ gut. Glaubt man, ja, wir müssen natürlich in der Hinsicht noch, müsste man mehr forschen. Obwohl sie einheimisch ist, hat man die Kirsche viele Jahre, viele Jahrzehnte, Jahrhunderte lang nicht groß auf dem Schirm gehabt als nützliche Baumart, mal abgesehen halt von den Kirschen selber. Und das führt natürlich jetzt dazu, dass wir nicht so viel über das Ding wissen, wie wir gerne würden, aber man darf ihr schon wirklich sehr, sehr großes Potenzial eben entsprechend beimessen. Viertens, rasches Jugendwachstum. Gut, das habe ich ja gesagt, dass die also durchaus auch flott wächst. Eben diese 80 Jahre 60 cm kommt dadurch zustande, dass sie in der Jugend wirklich super schnell wächst. Wie alt ist das Ding? Eine Idee? 20 Jahre. Ja, also für einen 20-jährigen Baum ist das irre, wie schnell der jetzt dick geworden ist. Weg muss er trotzdem, weil er keinen perfekten, schönen Stamm hat und der andere da drüben wirklich schöner ist. Und dann ist das wirklich legitim, den jetzt auch wegzunehmen, auch wenn er ein bisschen dicker ist. Aber die reine Wuchsleistung, die reine Massewuchsleistung kann man an diesem Exemplar definitiv wunderbar beobachten, dass das ruckizucki geht in der Jugend. Ja. Und später wächst sie durchaus langsam, wenn sie dann ein bisschen älter wird, so irgendwas um die, spätestens wenn sie so um die 40, 50 ist, dann wächst sie erheblich langsam, aber ihr bleibt der Boost der Jugend ja erhalten. Die ist also in 20 Jahren schon so super dick und wenn sie jetzt angenommen langsamer wachsen würde, also die kommt ja weg, aber dann wäre das auch nicht so dramatisch, weil sie so schnell vorgelegt hat und wir kommen dann trotzdem immer noch auf eben diese schönen Dimensionen im Alter 80. Und wichtig, Alter 80, das 60 cm ist ein absoluter Zieldurchmesser für Kirsche. Das ist dick genug, die kann man dann also mit 80 auch holen. Die wird auch nicht viel älter. Kirsche ist ein Pionierbaum von der Ökologie her. Als solche ist sie auch wunderbar geeignet, um Schäden im Wald wieder aufzuforsten. Also nochmal eine tolle Eigenschaft von der Kirsche. Denn Schäden im Wald werden wir auf jeden Fall weiterhin haben, werden wir mehr bekommen. Und dann werden wir das Problem haben, mit was forsten wir jetzt wieder auf. Ja?
Viele Arten eignen sich auch einfach nicht, eine Kahlfläche, eine wirklich große Schadfläche im Wald wieder aufzuforsten, weil sie nicht in der Lage sind, ohne einen schützenden Bestand, ein schützendes Kronendach über sich überhaupt hochzuwachsen. Die Kirsche kann das problemlos. Wirklich überhaupt keine Schwierigkeit, bei sowas mit Kirsche aufzuforsten. Leider schmeckt sie wieder lecker, das heißt, man müsste sie wieder gut vom Wild eben entsprechend beschützen. Aber bei dem Geld, was eine Kirsche bringt, sind zusätzliche Maßnahmen wie eben Einzelschutz gegen Verbissschäden durchaus rentabel. Ja, also ist eine Investition, die sich dann lohnen würde finanziell. Die Sache, dass das ein Pionierbaum ist, ist auch insofern interessant und wichtig, weil man kann da quasi nach dem Prinzip arbeiten, schnell da, schnell wieder weg und zwar bevor schnell kaputt. Denn, wie ich ja schon erwähnt habe, Kirschen haben biotische Gefahren noch und nöcher. Wir müssen immer unterscheiden, Gefahren für den Wald gibt es abiotisch und biotisch. Habe ich schon beim Eingangsvideo, glaube ich, erwähnt gehabt. Abiotisch ist immer Wind, Schnee, sowas, ne? Trockenheit. Und biotisch Käfer, Pilze, Bakterien, Viren, das sind schon die wesentlichen. Oder halt auch das Reh, was dann drin knabbert. Letzteres, nicht das Reh, aber die biotischen Gefahren, die sind, da ist die Kirsche halt wirklich ein richtiges Mimöschen. Und das ist auch dahingehend jetzt nochmal ein Problem, wenn man die Kirsche ja richtig pflegen möchte, dann muss man sie auch wieder asten. Bei der Kirsche ist das noch wichtiger als bei den anderen bisher gezeigten Baumarten, dass man sie unbedingt asten muss, wenn man wertvolles Holz haben möchte. Denn die meisten Laubbäume, bis auf zwei Ausnahmen, werfen ihre Äste ab, nachdem die nicht mehr gebraucht werden. Wenn sie also im Schatten großgezogen werden, dann schmeißen sie die unteren Äste irgendwann von alleine ab. Da muss man da gar nicht mit der Säge hin. Das ist A, besser für den Baum, weil man ihm keine Verletzung zufügt. B, ist es praktisch für denjenigen, der es machen muss, weil er muss es nicht machen. Und bei der Kirsche leider, die ist eine der zwei Laubbaumarten, die ihre Äste nicht abwerfen. Das ist nämlich zum einen die Pappel, da ist es gerade egal, die gibt eh kein wertvolles Holz. Und es ist leider die Kirsche, die sehr wohl sehr wertvolles Holz gibt. Und damit ist das Asten bei der Kirsche einfach obligatorisch. Da führt kein Weg dran vorbei, als die zu Wertasten, Wertästung, Wertastung. Das sind so die Begriffe, die, wo sich niemand so ganz einig ist, wie das jetzt exakt genannt werden soll. Aber ungefähr so heißt es. Aber wichtig, die Astung ist relativ simpel. Das kann man in 2 bis 3 Arbeitsschritten, das heißt insgesamt muss man 2 bis 3 Mal zum Baum, um ihn zu asten, erledigen. Und dann ist das Ding geastet und dann ist auch gut. Da muss man dann nicht nochmal hin. Anders als eben bei unserer schönen Hybridnuss, die eine, ja, in den ersten 20, 30 Jahren, also wirklich jedes Jahr, jedes zweite Jahr spätestens jemanden braucht, der sie halt ein bisschen betreut. Ne? Jo. Pionierbaum, das hatte ich gesagt, eben, sie wäre sehr empfindlich, wenn man sie nicht eben schon mit 80 Jahren oder auch mit 70 Jahren, dann ist sie auch schon relativ dick, oder sogar auch schon mit 60 Jahren, dann ist sie auch noch relativ dick und schon so, dass man Geld verdienen kann mit dem Ding. Wenn sie nicht um diese Zeit schon holbar wäre, wirtschaftlich lukrativ holbar wäre, dann wäre es ein großes Problem, weil je älter das Ding wird, desto höher ist das Risiko, dass sie halt irgendein Viruspilz oder sonst was bekommt und spätestens mit 90 oder 100 kannst du sie quasi als Brennholz verwenden. Wertholz, wertvolles Holz wirst du dann damit nicht mehr erzielen können, weil dann hat sie garantiert irgendwelche Pilze und Krankheiten, die das Holz einfach dann entwerten und dann ist es sehr, 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 sehr schade drum, auch um die Investitionen, den Aufwand, den man damit gemacht hat. Kirsche lässt sich übrigens sogar mit Naturverjüngung vermehren. Natürlich, sie schmeißt ja ihre Kirschen regelmäßig runter und es funktioniert eigentlich ganz gut. Man darf halt nur nicht so wählerisch sein, wo die einzelnen Kirschen hochkommen, weil dadurch, dass sie halt vom Vogel gepflanzt werden, in Anführungszeichen, eine gewisse forstliche Flexibilität braucht man dann halt einfach. Aber es geht. Es geht schon. Man muss also nicht zwingend pflanzen. Außer man hat noch keine Kirsche da, dann muss man natürlich schon pflanzen. Also für die allermeisten Forstbetriebe, die jetzt über Kirsche nachdenken werden, auch private Forstbetriebe natürlich wieder oder Privatwälder kleiner Art, müssen die erstmal pflanzen, weil sie wahrscheinlich noch keine da haben. Und wenn doch, dann ist schön, dann gerne in die Kommentare schreiben und sich ein Lob abholen. Nein, oder von mir ist auch doch, ist egal. So, Nachteile. Aha, nein, einen habe ich noch. Stimmt, Naturverjüngung reichlich durch die freundlichen Tiere, habe ich schon gesagt. Und Nachteile vor allen Dingen eben diese Anfälligkeit gegen Krankheiten und der Anspruch, auf Top-Standorte gepflanzt zu werden.
Hier, wo sie jetzt steht, muss ich sagen, wir sind relativ weit außerhalb vom regulären Wald. Hier neben mir ist eine Schlucht und diese Schlucht zieht sich bewaldet runter bis fast vor die Stadt. Kleinstadt, ja, aber es ist offiziell eine Stadt. Und das heißt, dass dadurch, dass diese Schlucht da ist, kann man da auch gut um die Schlucht drumherum ein bisschen Wald stehen lassen. Aber eigentlich sind wir schon aus dem richtigen Wald draußen und sind hier auf einem landwirtschaftlichen Standort. Eigentlich. Ja? Und der ist eben entsprechend im Grunde viel zu gut für Wald. Eigentlich. Und nur wenn man so Situationen hat, dass man einen Standort hat, der so gut ist, dass es eigentlich keinen Sinn macht, darauf Wald hinzustellen, sondern dass er eigentlich auch landwirtschaftlich nutzbar wäre, wenn es nicht so ein Problem gibt wie eine Schlucht. Nur solche Standorte sind wirklich prädestiniert für Kirsche. Also, die Kirsche wäre die rundum sorglos super toll Baumart, meiner Meinung nach, für viele Standorte, auch nicht für alle, ne? Wenn es das Problem mit dem Nährstoffanspruch eben nicht gäbe. Und das ist so gesehen also auch das größte Problem, was die Kirsche hat. Sie ist vergesellschaftet mit Hainbuche, mit Linde, mit Eiche und vor allen Dingen eben dem Eichen-Hainbuchenwald als Begleitart zuzuordnen. So da grob so in diese Richtung, da ist sie normalerweise zu Hause. Das heißt, man kann sie auch durchaus mal in irgendwelchen gewässernahen Wäldern, jetzt nicht ganz gewässernah, aber recht feuchten Böden finden. Sie erträgt auch locker 30 Tage Staunässe, also Überschwemmung. Also soll heißen, sollte man sie irgendwo hinpflanzen, wo ein Risiko besteht, dass mal ein Fluss über die Ufer tritt und dann mal alles überschwemmt ist. Das verträgt sie eben 30 Tage am Stück relativ gut. Danach sollte das Wasser wieder weg sein. Das ist in den meisten Fällen völlig ausreichend, dass ihr dadurch keine große Gefahr droht. Und ja, nur eben Nährstoffe. Nährstoffe sind der springende Punkt. Und mehr zur Kirsche brauche ich dann, beziehungsweise kann ich dann in diesem Sinne, dass wir sie als Zukunftsbaumart behandeln wollen, gar nicht erzählen. Ich mache vielleicht irgendwann nochmal ein extra Video zur Kirsche, aber das hat ja noch Zeit. Jetzt haben wir ja erstmal was dazu gesagt. Und dann bedanke ich mich und wünsche, ja, was auch immer gerade ist. Tschüss.